Fernseher oder was? Kamen zusammen woanders mit dem Chef gearbeitet und dann hier. Seitdem bin ich in Kaffeehof. Und Kaffeehof finde ich, das ist mein Heimat. In den 90ern verlässt Rashid seine Heimat Marokko, bricht auf nach Deutschland, um dort Biologie weiter zu studieren. In Freiburg angekommen, verlagert sich sein Schwerpunkt bald von der Universität zum Kaffeehof. Seit zwei Jahrzehnten ist er nunmehr das Gesicht eines der traditionsreichsten Cafés der Stadt. Ins Ruf komme ich seit Mitte der 90er und der Rashid war immer da. Ich kenne diesen Ruf gar nicht ohne Rashid. Das ist einfach ein Anlaufpunkt, wo man sich aufgefangen fühlt durch die Persönlichkeit von Rashid. Man merkt es, wenn die Leute kommen, sie fragen und läuft einfach. Diese menschliche Beziehung ist da und das finde ich sehr schön. In Freiburg hat Rashid Wurzeln geschlagen und eine Familie gegründet. Seine drei Kinder, zwischen 4 und 8 Jahre alt, wachsen zweisprachig auf. 3000 Kilometer trennen Freiburg von Marokko. Heimisch fühlt er sich an beiden Orten. Ich fühle mich hier zu Hause, ich fühle mich dort auch zu Hause. Aber wenn ich dort bin, dann für mich ist auch Deutschland. Ich bin zweigeteilt, das ist so. Das ist hier meine Heimat und dort auch ist meine Heimat. Das ist keine Frage. Rashids Tag beginnt im Morgengrauen. Dann, wenn die Nachtschwärmer das Kaffeeruf zum Leben erwecken. Ich stehe mir früh auf und dann mache ich meine Sache in Ruhe, weil ich alles früh machen will. Und dann um 6 Uhr mache ich auf. Ja. Wenn man wissen will, wer die Nacht in Freiburg mal durchgefeiert hat und dringend noch einen Anlaufpunkt braucht, der muss Samstagmorgens ins Ruf gehen, das ist richtig. Ich will gerne noch mal andere Sachen sehen. Auch in meiner Heimat habe ich viele Sachen noch nicht gesehen, zum Beispiel die Wüste. Es soll sehr interessant sein, aber ich war noch nicht da. Auf die Frage, was für ihn typisch Freiburg ist, nennt Rashid weder Münster noch Martinstor. Er hat ein anderes Wahrzeichen. Diese Dreisam, diese hier, finde ich super. Diese Fluss, die hier über Freiburg läuft, das finde ich immer schön. Manchmal macht es Spaß einfach, an diese Dreisam zu laufen, das ist toll. Oder zu joggen oder so, super. Ich finde, was ich jetzt mache, ist sehr gut und ich bin immer lernfähig. Ich lerne jeden Tag was hier im Kaffeehof. Und das was ist faszinierend. Man lernt nie aus. Der Rashid ist der kann wie ein Bruder sein und wie ein Vater. Er kann aber vor allem immer ein Freund sein.